Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe. So, wir wollen heute mal wieder Quests spielen. Da gab es jetzt zwei neue. Herz von Deimos und das Deadlock-Protokoll. So, wir spielen heute das Deadlock-Protokoll. Dann jumpen wir da mal rein. Das Deadlock-Protokoll. Ein Machtkampf ist innerhalb der Ränge der Korpus ausgebrochen. Um die Kontrolle zu erhalten, blickt Neff Anio in die Vergangenheit, zu den Anfängen der Korpus selbst. Beginnen. Oh. 7-4-7 against. Cast and recast 7 times. So, it is decided. The fleet has been retrofitted and redeployed to begin at once. New lanes. Trawling. By prophet and boy, by the blessed handless founder, we hereby invoke the Deadlock Protocol. Your family, good people with clear debts, are being taken, vanished. Neff Anio, in his hubris, is writing checks and cashing them with Solaris lives. There is upset in the halls of Corpus Power. The foundations of their kleptocracy tremble. To Neff, we say this. You are seen. To the Solaris, make yourselves heard. To those who have aided us in the past, join us now. You are needed. Dechiffriere Neff Anios Memorandum. Welchen Dit? So, wo waren denn Quests hier? Auf die Venus soll man gehen. Dechiffriere das Deadlock. Na dann. Wollen wir da mal hin, wa? So. Mal gucken, was wir jetzt hier Schickes machen dürfen. Abfangen. Ach du Gott. Yes. Biz and I may be in over our heads on this one. Listen up. This deadlock spat is costing Solaris lives. The Corpus founder, some long-dead cove named Parvus Granum, carries a lot of messianic clout. Well, Neff's claiming the old man's got an heir. If true, that heir can, by rights, claim total control of the board. Board schisms and infighting might be the main reason SU survived this long. If the board unifies under one person, one found by Neff, our people will never see daylight. I need you on this. You in? Na klar. Klar sind wir dabei. So, jetzt sind wir hier. Zwei Türme, drei Runden lang. Okay. Die Frage, wie lange die brauchen, ne? So. Ja.
Oh, vorbeigeschossen. Schon wieder. So, einer ist hier oben und vor. So, hier ist wieder hinten einer. So, jetzt kommen ja nicht so viele Gegner anscheinend, ne? Erfahrungsgemäß kommen wir mal zu dem Punkt, den man zuerst einnimmt. Mehr Gegner. Könnten wir ja hier eigentlich bleiben. Und warten dann. Dann sagt er bei A Bescheid, wenn da zu viele kommen. Voll vorbeigeschossen. Schon wieder. Hä? Was war das denn? Ja, wir geben alles. Die Gegner verschwinden dann gleich, ja. Bin mal gespannt, ob hier wieder uns so ein Blödsinn kommt. Wo wir etwa 12 Stunden lang bauen müssen oder so. Kann ja mal passieren, ja. In solchen Quests. Oh. Also viele Gegner kommen ja anscheinend nicht. Alter. Nice aiming, sagte er. So, jetzt aber Alarm. Jetzt könnten vielleicht mal ein paar kommen. Warum gehen die immer vorbei? Was tun sie hier? Ach, wieder weg. Mhm. Wait, what? Get that signal back. Boom. Was? Aha. Und wo? Der hier. Alter. Schieß aber auch immer vorbei, ja. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Trifft die Waffe nicht, wenn man sich bewegt groß oder was? Außer Zielgleiten? So, jetzt sind wir durch.
sons of our late great founder. And, more importantly, his heir. Now I have only to prove it. That is where all of you come in. The brass on this mucker. I have to protect my people from this trust fund lunatic. Do your thing. I'll check in with my Whisper network. Let you know what they're saying. Talk soon. The brass! Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch gar keinen Escape, oder? Okay. Got dirt that isn't safe to shovel out in the open. You know where to meet. So, wir sollen jetzt Eudiku und Fortuna besuchen. So, jetzt natürlich wieder die entscheidende Frage. Machen wir das jetzt direkt und merken dann, er gibt uns was, was wir bauen müssen. Ah, wir gehen auf Risiko, ne? Das heißt, wir machen hier Schluss, ne? Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.